Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 12 von Fallout 4 Mods wöchentlich. Und an meiner Stimme könnt ihr sicherlich hören, warum es mit dieser Ausgabe so lange gedauert hat. Ich habe die letzten Tage leider kränklich im Bett verbracht. Aber das soll nicht heißen, dass ich deswegen Mods ausgelassen habe. Deswegen wird diese knapp zweiwöchige Ausgabe von Fallout 4 Mods wöchentlich nun einfach nur etwas länger. Und ich möchte das Motto am besten mit Back to the Roots bezeichnen, denn wir werden hier eine Menge klassischer Mods sehen. Soll heißen, ihr werdet ein, zwei Quest-Mods bekommen und natürlich Unmengen von neuen Kleidungs- und Waffen-Mods. Und beginnen möchte ich das Spektakel somit mit America Rising, einer neuen zweistündigen Quest-Mod, die sich rund um die Enclave dreht. Also quasi um einige Soldaten aus dem Fallout New Vegas Teil, die zusammen mit euch in Vault 111 aufgewacht sind und nun gegen die Brotherhood of Steel kämpfen. Es gibt hier einige neue Locations zu entdecken und sogar neue Vertibirds, die euch dann mal zwischendurch zu einer Art Bohrinsel fliegen oder ähnliches. Und das Schöne an dieser Questmod ist vor allem, dass sie einige große Schlachten eingebaut hat. Also wirklich größere Kämpfe zwischen Brotherhood of Steel und der Enclave. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht zu viel zur Story spoilern. Ich kann nur die Empfehlung aussprechen, wenn ihr Quest-Mods mögt, neue Abenteuer erleben wollt, dann zieht euch America Rising. Ach ja, und den Startpunkt habt ihr jetzt quasi auch gesehen. Also sollte normalerweise über ein Funksignal entstehen, aber falls das nicht automatisch zu euch kommt, könnt ihr auch zum Vault gehen, was gleich südlich von dem Vault-Eingang ist, aus dem ihr rausgekommen seid. Und damit beginne ich die Kleidungsreihe für diese Mod-Vorstellungsliste. Was ihr hier sehen könnt, ist unschwer zu erraten Mirandas Outfit. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal eine N7 Armor aus Mass Effect für Fallout 4. Aber was ihr hier sehen könnt, ist halt Miranda Lawsons Standard-Outfit, also dieses weiß-hexagon-gemusterte Kleidungsstück. Und in Mass Effect 2 gab es auch immer eine alternative Loyalitätsversion. Ebenfalls diese ist in der Miranda Lawson Outfit Mod für Fallout 4 enthalten. Ihr habt also die freie Wahl zwischen dem weißen Muster mit schwarzen Accessoires oder dem komplett schwarzen Anzug mit orangen Accessoires. Und das Ganze ist natürlich wie üblich mit ballistischem Gewebe ausstattbar. Ja, und damit hört es dann aus. Es ist nur ein einziges Kleidungsstück. Viel mehr gibt es hierzu nicht zu erzählen. Die erste neue Waffenmodifikation für diese Ausgabe ist das Russian Recon Pack, was aus einem Scharfschützengewehr der SVU besteht, die ihr hier sehen könnt, und einer Pistole der MP443 Grach. Das SVU Scharfschützengewehr zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es einen extrem geringen Rückstoß hat. Das heißt, selbst Leute, die überhaupt nicht mit Scharfschützengewehren zielen können, sollten damit keine Probleme haben, einen Gegner zu treffen. Die MP443 Grach hingegen ist eine normale 10mm Pistole mit einem ziemlich großen Magazin und da hört es mit den Features für mich dann quasi schon auf. Wie ihr hier an der Modding-Übersicht sehen könnt, gibt es einen Damage-Modifier, aber ansonsten sind die Veränderungsmöglichkeiten, die ihr an den Waffen habt, nicht so groß. Also es ist eine lange Liste, aber wenn man dann mal auf eine der Dinger draufklickt, dann gibt es nicht sonderlich viele Auswahlmöglichkeiten bzw. beziehungsweise eigentlich gar keine. Updates sollen aber kommen, das heißt, irgendwann werdet ihr sicherlich auch noch weitere Griffe, Läufe etc. auswählen können und bis dahin müsst ihr halt einen Moment warten. Dafür gibt es aber die typischen Custom Sounds und Custom Animations, soll heißen, es wurden einige neue Sounds für die Waffen aufgenommen und eingespielt und gerade bei der SVU könnt ihr eine sehr schöne Ladeanimation sehen, neu, weil vor allem das Magazin hinter dem Griff, hinter dem Abzug eingeladen wird. Und was ihr hier gerade sehen könnt, sind tatsächlich die einzigen Modifikationsmöglichkeiten der Pistole, zwei verschiedene Schalldämpfer und ansonsten hört es bei der Optik auf. Aber wie erwähnt, gibt es neue Sounds, die möchte ich euch nochmal kurz vorstellen.
Und das soll es für diese Waffenvorstellung schon wieder gewesen sein. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es ein schickes Nachtsicht-Zielfernrohr, keine See-Through-Scopes momentan, aber sicherlich auch noch etwas, was kommen wird. Und außerdem macht die Waffe mit diesen schicken Damage-Multiplern natürlich eine Menge Schaden. Das bringt mich nun zu einer anderen Modifikation, die auch mit Waffen in gewissem Sinne zu tun hat, aber mehr mit Animationen der Gegner. Denn es ist das Cross-Crit-Gore-Overhaul. Soll bedeuten, wann immer ihr einen Gegner mit einer Laser-, Feuer- oder Plasmawaffe tötet und dabei crittet, gibt es eine neue Animation. Statt einfach nur zu einem Aschehaufen oder zu einer Plasmapfütze zu zerplatzen, werden Gegner dadurch schöner zerlegt. So möchte ich es mal beschreiben. Und das Ganze gilt für Menschen, Ghule, Supermutanten und Todeskrallen. Also einfach eine kleine passive Modifikation, die das Sterben schöner macht. Weiter geht's mit etwas, was ihr sicherlich auch schon mal gesehen habt, wenn nicht in Fallout, dann zumindest in einem anderen Spiel. Ich rede von Kerrigans Rüstung aus StarCraft 2. Zweifellos gab es davon schon verschiedene Umsetzungen in Fallout 4. Was ihr hier nun sehen könnt, nennt sich Jill's Armored Infantry of the Fusion Age. Wir haben dabei ein vierteiliges Set von Kerrigans Rüstung, das heißt, das ist der normale Anzug. Ihr habt zwei verschiedene Brillen, zum einen runtergeklappt und zum anderen hochgeklappt und dann noch Handschuhe dazu. Und wie ihr hier an der zweiten Aufnahme sehen könnt, lässt sich das Ganze farblich noch stark variieren. Also es gibt die normale weiße Fassung, die tatsächlich wie Kerrigans Rüstung aussieht. Dann könnt ihr das Ganze in Grau oder in Schwarz gestalten. Und diese leuchtenden Elemente lassen sich auch noch in zwei verschiedenen Farben variieren. Also hier seht ihr zum Beispiel gerade eine Gelb-Grün-Variante. Am Anfang war ja Blau-Orange zu sehen, dann hatten wir was Rot-Leuchtendes. Also ich habe zwei verschiedene Elemente, die ihr mit Farben belegen könnt. Ballistisches Gewebe ist ebenfalls an jeder Rüstungswerkbank einbaubar, von daher lässt die Kleidungsmodifikation, glaube ich, nicht mehr sonderlich viele Wünsche offen. Was ihr hier nun sehen könnt, sind die Cyberlights Apartments, was ich am ehesten mal als eine Player Home Mod bezeichnen möchte. Hierbei handelt es sich um zwei Apartments in einem neu errichteten Gebäude und wie ihr so an der Optik vielleicht schon sehen könnt, hat der Entwickler einige neue Texturen einfließen lassen, die den Apartments tatsächlich einen etwas anderen Look geben. Ich muss sagen, ich finde die Optik sehr gelungen, auch wenn es ein wenig düster wirkt. Ihr müsst die Apartments kaufen bzw. den Schlüssel dazu. Wenn ihr auf dem PC seid, könnt ihr euch den natürlich auch per Konsole ersheaten. Was mich an der Modifikation ein wenig gestört hat, ist die Lage bzw. wo man sie findet. Laut der Beschreibung der Mod ist es an der Andrew Station. Ich muss sagen, es ist ein paar Meter weiter davon entfernt. Ich zeige euch den Ort am besten gleich mal auf der Karte, denn ich fand es nicht so super leicht zu finden. Wie ihr gerade an meiner Begleiterin Ellen gesehen habt, ist das Ganze Nuffmesh, das heißt, eure Begleiter können sich hier problemlos durch die Apartments durchbewegen. Ich muss aber sagen, für ein Player Home haben mir ein, zwei Dinge gefehlt. Ich habe zumindest nur eine Rüstungs- und eine Waffenwerkbank gefunden und nicht jede Werkbank, die es eigentlich in einem Player Home geben sollte. Falls bei euch das Gefühl von Déjà-vu aufkommt, muss ich mich entschuldigen. Ich stelle die Mods tatsächlich hier immer nur vor. Ich bin für die Entwicklung, die Inhalte nicht so direkt verantwortlich. Und dementsprechend seht ihr hier eine weitere Bowser-Modifikation. Das Bowser-Gewehr stammt eigentlich aus Fallout New Vegas und wir hatten jetzt auch schon ein, zwei Modifikationen dafür für Fallout 4. Und ich muss gestehen, die Variante, die ihr hier sehen könnt, macht eine Menge Schaden, aber ist, wie ihr hier an der Waffenwerkbank sehen könnt, nicht gerade stark modifizierbar. Also zumindest was die Optik angeht. Es gibt einige Optionen, die ihr ändern könnt, die tatsächlich das Verhalten der Waffe ändern, aber optisch verändert sich gar nichts, es sei denn, ihr baut ein anderes Zielfernrohr dran. Entsprechend langweilig sieht hier leider meine kleine Übersicht der Waffen am Waffenständer aus.
Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Waffe überhaupt selbst erstellte Sounds enthält. Ich möchte sie euch zumindest mal vorspielen, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Die Animationen sind dafür aber neu. Die Modifikation erfordert im Übrigen den Nuka World DLC und ihr habt beim Download die Möglichkeit zwischen einer 2K und einer 4K Texturversion für die Waffe. Jetzt möchte ich euch eine Modifikation zeigen, die mal wieder so ein bisschen schwer vorzustellen ist. Und ich möchte mich für die Texturfehler hier entschuldigen. Der Autor hat momentan noch ein paar Probleme, die Mod tatsächlich einwandfrei auf dem Nexus bereitzustellen. Aber es gibt diverse parallele Mirror-Sites, weil es wohl leichte Ausfälle gibt, was ihr hier bei mir gerade an den Texturen der Hände sehen könnt. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Modifikation, die Fallout sicherlich braucht. Wir reden hier von Unique NPCs, was dafür sorgt, dass eure NPCs tatsächlich unterschiedlich aussehen. Also die normalen benannten Charaktere verändern sich meines Wissens nicht, aber eure Siedler und so ziemlich jeden, den ihr sonst treffen könnt, der kann jetzt verschiedene Körpertexturen, Kleidungen, Gesichter etc. bekommen. Und das bringt doch deutlich mehr Leben in die ganze Welt, dadurch, dass es einfach mehr Variationsmöglichkeiten gibt. Laut dem Autor sind es jetzt fast 3000 unterschiedliche NPCs. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach um die Kombinationsmöglichkeiten von Gesichtern etc. geht. Aber so oder so solltet ihr die Leute, denen ihr begegnet, jetzt wiedererkennen können und nicht jeder vollkommen identisch aussehen. Und wie sollte es anders sein, bei den klassischen Mods quasi, Back to the Roots, gibt es natürlich auch wieder eine Wallsuit-Modifikation, die sehr viel Haut bietet. Was ihr hier sehen könnt, ist Kanas Tattered Wallsuit. Eigentlich sieht man nicht sonderlich viel Wallsuit. Es ist nicht wirklich Stoff übrig geblieben. Es bleibt ein gürtelähnliches Höschen und ein paar Schulterstücke, die gerade so die Brüste überdecken. Die Blutspuren und Kratzer, die ihr auf der Haut sehen könnt, gehören aber ebenfalls zu den Suits. Das heißt, euer Charakter sieht tatsächlich immer so aus, bekommt die gleichen Macken, wenn ihr die Mod installiert. Ach ja, und damit das ganze Outfit nicht zu langweilig wird, gibt es hier auch noch ein Ripped Shirt, also das zweite Outfit quasi aus der gleichen Modifikation. Quasi für Leute, die dann doch ein bisschen mehr Stoff an ihren Charakteren haben möchten. So, und ich hake das jetzt mal zusammen ab. Das hier ist tatsächlich eine zweite Modifikation, aber vom gleichen Autor, Modder. Und das erkennt man eigentlich schon ganz gut an dem Schnitt. Statt dem Wallsuit wurde hier die Boss-Uniform modifiziert. Entsprechend heißt die Mod Kanas Boss-Uniform und sie bringt zwei Varianten quasi ein. Also diese schwarze Officer-Rüstung und Offizier-Rüstung und die braune Brotherhood of Steel-Uniform werden dadurch modifiziert. Also tatsächlich werden sie ersetzt. Wenn ihr sie schon im Inventar habt, dann sieht sie nach der Installation der Mod plötzlich so aus. Und die Modifikationen haben auch Physik eingebaut, das heißt, wenn ihr hüpft, hüpfen auch Körperteile. Aber davon abgesehen gibt es hier wenig Neues, es sind ja quasi nur Sachen weggefallen. Die zweite Quest-Modifikation für diese Woche ist Fallout Who. Und ich muss sagen, ich bin absolut kein Doctor Who-Fan. Ich kenne mich mit der ganzen Materie nicht im geringsten aus und kann zu der Modifikation wenig sagen. Es ist wohl bereits die dritte Modifikation aus einer Reihe. Wie ihr gerade sehen konntet, startet sie in Sanctuary Hills hinter einem der Häuser. Dort findet ihr in so einer kleinen Toolbox dann mehrere Gegenstände, einen TARDIS-Key und ein mysteriöses Journal. Das ist zunächst leer und im Gegensatz zu den normalen Quests füllt sich scheinbar euer Questlog nicht, stattdessen dann dieser Zettel, wann immer ihr einen neuen Questgegenstand etc. findet.
da ich selbst nie Doctor Who geguckt habe oder zumindest nicht über die Pilot-Episode hinaus, bin ich in diesem UFO-Telefonzelle oder was auch immer vollkommen aufgeschmissen, weiß nicht, was diese Tausende von Knöpfen von mir überhaupt wollen. Aber ich denke, Fans der Reihe werden sicherlich ihren Spaß an dieser Questmod haben. Entscheidet also selbst, ob ihr Doctor Who Abenteuer in Fallout erleben möchtet und das Ganze herunterladet. Ich denke, auch für diese Modifikation muss man jetzt ein ziemlicher Fan sein. Das sind die Frank Zappa Closes. Das ist wirklich nur dieses eine Outfit, was sich stark auf den Musiker Frank Zappa konzentriert. Ihr seht hier diverse Porträts auf dem schicken Hemd. Ja, und damit endet die Mod-Vorstellung dieser Kleidungsmod für mich auch schon wieder. Ihr findet die Kleidung unter der Brücke von Sanctuary Hills. Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Etwas mehr Auswahl, wenn auch nicht viel, gibt es hier in Cass and Finks Pilot Streetwear. Da reden wir von zwei Outfits bzw. einem, was es in zwei oder vielleicht drei Variationen gibt. Also ihr konntet das gerade in der Aufnahme sehen. Zwei Variationen sind farblich wirklich nahezu identisch. Mein Charakter hatte eins an und Ellen hatte das zweite an. Ich glaube, die unterscheiden sich nur in der leichten Tönung der Stiefel, also dieses schwarz-bräunliche Outfit. Dazu gibt es noch ein zweites in Rot und Beige. Vom Mesh her sind die beide vollkommen identisch. Ich nehme mal an, die Pilot Streetwear bezieht sich darauf, dass das obere eine Fliegerjacke sein soll und ich würde die Hose mal als Reiterhose bezeichnen. Weitere Variationsmöglichkeiten in puncto Farbe oder so gibt es nicht. Ihr könnt wirklich nur die Outfits in fester Form herstellen, nicht selbst an den Farben rumspielen oder ähnliches. So, und damit komme ich zur ersten und ordentlichen Waffenmodifikation für dieses Video, der Assault Carbine. Also eine Modifikation, die M16-Variationen in Fallout 4 einbringt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Waffen habt ihr echt haufenweise verschiedene Gehäuse, wie ihr sehen könnt. 10 verschiedene Läufe, 5 verschiedene Griffstücke, 3 Mündungsstücke, 6 Magazine, 11 Zielfernrohre bzw. Zielvorrichtung und wie ihr an der Optik sehen könnt, es verändert sich tatsächlich etwas. Die Modifikationen, die ihr an der Waffenwerkbank einstellt, ändern die Optik der Waffe, wie es bei einer Waffenmodifikation sein sollte. Ihr könnt außerdem noch einen Haufen Skins verändern. Ich glaube, es sind insgesamt 11 Stück, ich bin mir nicht sicher. Manche sind erst verfügbar, wenn ihr auch den Nuka World DLC installiert habt. Es gibt sogar unterschiedliche Ladeanimationen, je nachdem, was für ein Magazin ihr verwendet. Logischerweise greift man an ein Trommelmagazin nicht so normal dran wie an ein Standardmagazin. All das wurde berücksichtigt, wie man es auch erwarten sollte, von einem erfahrenen Modder wie Deadpool 2099. Ihr seht hier mal wieder die typischen Variationen, die ich so zusammengeschustert habe, um euch ein paar Möglichkeiten der Optik darzubieten. Und wie gewohnt möchte ich euch natürlich auch hierzu jetzt noch mal kurz ein paar Sounds vorspielen. So, und das soll es für diese Woche gewesen sein. Das waren alle interessanten Mod-Vorstellungen, die ich in den letzten knapp 2 Wochen finden konnte. Wie üblich bedauerlicherweise mal wieder größtenteils für PC und teilweise für die Xbox, weiterhin nichts für die PlayStation. Ich habe tatsächlich mal wieder spaßhalber die Zeitperiode auf einen Monat gestellt und PlayStation selektiert. 6 Mods sind in dieser Zeitspanne erschienen bzw. wurden geupdatet. Es ist wirklich erschreckend, wie schnell Mods auf der PlayStation aussterben durch Sonys kleine Hürde. Nichtsdestotrotz möchte ich abschließend noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ihr an PlayStation-Mod-Vorstellungen interessiert seid, dann schaut mal bei Crazy Place rein. Da werdet ihr sicherlich eher fündig als bei mir. Und wie üblich, wenn ihr an weiteren Fallout 4-Mod-Videos oder Videos zu anderen Rollenspielen und Rollenspiel-ähnlichen Titeln interessiert seid, dann schaut mal in den RPG Guide Channel.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!